So. Ach ja. Ich verbinde den restlichen Namen stumm. Hä? Ich schalte mich da mal für den restlichen Namen stumm. Ist eh wurscht. Die da sind, wissen's eh. Was wird geplust und geminust? Ich wollte wissen, wer da ist. Was der Regina gepostet hat. Warte, ich mach's an, schau. Schau, schau. Da, schau. Hm. Nochmal. Ich muss jetzt das Video löschen. Nee, nee. Nur die letzten 13 Minuten von unserer Aufnahme. Wobei ich nicht wissen will, was wir schon alles Übles in diesen Videos drin haben. Zum Glück sind es 5000 Stück, da ist es einfach scheißegal, weil die schaut sich eh nicht alle an. Schaut sich eh niemand alle an. So. Jetzt kommt, ich will jetzt, dass er seinen heftigen Breakdance-Move macht. Ich finde, den Rest, das ist einfach heftig. Was ist denn bitte schon passiert? Gar nichts. Gar nichts, Eric. Alles gut. Ich merke gerade. Ach nee, doch nicht. Doch. Taktiken. Gruppenstatus anzeigen. Taktiken. Der tut um sich zeigen, der soll aber meinen Befehlen folgen, der Horst. Leroy! Vor 10 Monaten. In Witcher 3. Wollte eine What? Ja, Wasserhexe. Wie heißt die, die Alten? Verprügeln. Du brauchst jetzt nicht mehr reden, Maxi. Maxi? Ja? Du warst doch gerade so schön gesprächig. Ach, die sind alle One-Hit-Scheiße. Maxi, mach die Gusche auf! Der Tanzteufel wurde besiegt. Jedes Gruppenmitglied bekommt gewisse LP und Goldmünzen. Ich will dem seinen heftigen Breakdance sehen. Jetzt sind's zwei. Hat sie wieder Daten geleakt? Nö. Habe ich gesagt, warum außer ich, Bärle, ich will wissen, warum. Ich war gerade ein bisschen raus aus dem Eck. Raus aus der Ecke, Maxi, ja. Los, talk wieder.
easy. Guckt man eigentlich immer die gleichen Erfahrungspunkte? Wie einfach jeder Bescheid weiß, außer ich. Achso, ja, Berle, hast du noch nicht genug mitgekriegt. Da musst du noch ein bisschen mehr am Start sein, dann kriegst du das auch mit. Und das gleiche Geld, wenn es die gleichen Gegner sind? Ich glaube schon, ja. Ey, Berle, wie Endstufe ist das Design von diesen Schweinen? So sad, wie der Hut immer wegfliegt. Schon ziemlich süß, ja, finde ich auch. Okay, nicht fragen, wahrscheinlich besser. Das Problem ist, also, ist auch wurscht. Ist einfach egal, Lilly. Maxi war einfach die Maxi. Die ist auch süß, oder? Was ist das? Ist das eine Tomate? Das könnte auch eine Haselnuss sein. Laublampling. Und Krempenschwein. Stirb, Krempenschwein. So ein Haselnuss hat ja so ein braunes Töpfchen auf. Let's go. Stirb, Krempenschwein. Ja, ich one-shot hier alles. Ich weiß nicht, warum ich hier kämpfe, aber mir macht das Kämpfen in dem Spiel so einen Spaß. War das dort dieselbe Kuh wie von dem Wetter? Nee, ja, das ist auch wieder eine Wetterkuh, aber die ist eine andere. Hier, ich wusste, dass wir Sachen finden. Wieder Brombeeren. Brombeere ist auch so süß. Schaut, der eklige Schlecker. Schmoller heißen sie. So ein bisschen so Demonjo-Vibes. Demonjo. Wegen der unglaublich wurstigen Form. Wegen der grünen Gurke. Maxi, du bist eigentlich insgeheim die Gisela. Ne, die Maxi ist insgeheim eine. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Another one. Bites to dust. Wollte er sagen. Wie heißt diese Tussi Maxi aus diesem Kinderfilm? Kinderfilm? Dieses Kind. Das. Nee. Was meinst du dann? Ursula, Karen, nee, aus diesem Film mit diesem Kind, das irgendwie entführt wird. Dieses Mädchen, dieses, keine Ahnung, ganz kleine Mädchen. Entführt? Caroline, nee. Das ist ein Film, den du als Kind viel gesehen hast. Mathilda, genau. Mathilda. Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Soll ich... Ich gehe erst hier lang. Die mit den Knopfaugen? Nee, ich glaube nicht. Ich habe den Film ehrlich gesagt nie gesehen. Ups. Ich habe keinen Präventivschlag. Nee, Caroline ist die mit den Knopfaugen. Caroline ist die mit den Knopfaugen. Oh, die armen Krempenschweine. Glaubst du, diese Krempenschweine gibt's im Dark Prince? Jo, ich gehe mal davon aus. Wisst ihr, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich dieses Spiel, glaube ich, einfach 16, 17 Stunden am Tag spielen, jeden Tag. Einfach streamen. Das kleine Ratte. Ja. Geht aber leider nicht, weil die Maxi nämlich schon wieder müde ist und schon wieder liegt. Ach scheiße, jetzt habe ich dieses Redeem nicht reingemacht. Ich mach das jetzt. Wir müssen echt mal ein paar rauslöschen. Wissen so einiges.
Hallo Zeffi, was geht ab? Hallo Zeffi. Krieg ich nicht irgendwie so 2222 oder so? Alter, das ist so teuer. Ich bin grundlegend dagegen. Ich verstehe sie leider überhaupt nicht. Geht's euch so süß? Uns geht's super. Uns geht's gut. Vielen Dank, Zeppi. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Freut uns. Gibt es Neuigkeiten, Mr. Zeffi? Ach ja? Es klingt doch sehr positiv. Hast du zugesagt? Und was habt ihr heute gemacht? Warum geht es nicht? Vielleicht haben wir zu viel drin. Mensch. Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei, Mr. Zeffi. Hast du vor, mit ihr morgen zu quatschen oder lässt das jetzt erstmal? Oh, und wie war Story Teacher Onizuka? Verstehe. Dann wünschen wir dir trotzdem morgen ganz viel Spaß. Vielleicht ergibt sich ja sogar was von alleine. Wer weiß, wer weiß. Bis gleich, Lilly. So, bis gleich, Lilly. Any plans with Satisfactory? Boah, ich habe letztens so Bock gehabt, das zu spielen. Aber vielleicht könnten wir das nächste Woche irgendwann mal reindrücken. Also, wenn du Bock hast. Ich habe gerade eben einen neuen Redeem hinzugefügt. Who else wants some? Danke, Res. Maxi. Danke, Res. Du musst dich hinsetzen. Was habe ich jetzt reingeschrieben? 5 Minuten, ne? Hab ich mitbekommen. Und mich bedankt. Habt ihr es gehört? Danke, Res. Eigentlich wollte ich es teurer machen, aber dann dachte ich, es ist halt für die Leute, für manche Leute ist es vielleicht. Gut, dass du einen Timer mit eingebaut hast. Ja, ich habe gar nichts eingebaut. Ich habe das direkt über Twitch gemacht. Vor allem, aber Regine, das wird nicht zurückerstattet, ne?
Oh ja, das tut weh. Tut's weh. 2500. Es sind nur 2000 Punkte, keine Sorge. Ja, noch vielleicht nicht. Aber wer weiß. Ist nicht, wie ich damit umgehen soll. Noch vielleicht nicht, aber wenn du das jeden Tag machst, dann sind es jeden Tag 2500 Punkte und dann bist du irgendwann mal arm. Aber nur wenn du halt ehrlich bist. Ehrlichkeit klingt nicht nach dir. Das wäre schade. Was ich aber machen kann, ist es den Mods verbieten. Wenn du möchtest, Maxi. Sieht schon richtig glücklich aus. Und was geht sonst, Zeffi? Ich war hier schon. Ich finde die Blumen, die größer sind als wir selbst, auch sehr schön modelliert. Ich kann halt einzelne Leute auch ausschließen. Du darfst dem Regine nicht die Möglichkeit geben, irgendwie Macht zu abusen, ne? Das ist so ein machtgeiler Mensch. Nicht viel, esse gerade den Salat von meinem Mitbewohner, den er für uns gemacht hat. Echt geil, mit selbstgemachtem Dressing und Croutons. Oh, geil. Sehr schön. Was ist da alles so drin? Findet ihr so Feta bzw. Mozzarella gut im Salat? Achso, und dann, wie gesagt, Handwäsche. Oh, ich habe das gar nicht gesehen, Zeppi, sorry. Ich war gerade damit beschäftigt, das Redeem zu machen. Eher Feta oder eher Mozzarella werden? Weintraum klingt auch yummy. Sehr speziell irgendwie, ne? Was hat man da so für ein Dressing gemacht? Ich finde aber auch beides richtig geil. Ich denke, Feta passt. Aber Weintrauben in einem Salat finde ich auch insane, ne? Ja, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, wir haben so ein Himbeerdressing. Wo müssen wir denn eigentlich hin, Maxi? Ich glaube. Ins Dorf? Ja, wir müssen nach Cobblestone, nach Kieslingen. Ich habe das, wie gesagt, nur über Twitch gemacht und über Twitch kannst du das alles noch nicht einstellen. Das muss ich alles über den Bot machen und ich habe gedacht, ich mache das einfach nur jetzt schnell. Melone Feta? Ja, das hat doch der, wie heißt der? Das habe ich total oft schon gehört. Wie heißt er denn? Der immer alle trollt.